zu Philipp, willkommen zu einem klitzekleinen neuen Projekt auf meinem Kanal. Freunde, wir spielen heute eine Runde Pro Gymnast und wie jeder weiß, bin ich mega schlau und deswegen war ich immer Gymnast. Nein. Aber es ist wirklich mal passiert, ne? Ich habe mal jemanden gehört, der wollte einen Gymnasiasten beleidigen und hat gesagt, ihr seid blöde Gymnasten. Also, ja, weißt du Bescheid. Okay, Freunde, ich habe das mal so als kleine Idee gesehen, dieses Spiel. Das ist schon ein paar Tage länger auf meinem Schirm. Und heute habe ich gesehen, wow, es ist gerade released, geil. Ich bin nicht müde und habe gerade ein bisschen Zeit. Und deswegen ballern wir jetzt mal eine Runde Pro-Gymnast. Weil, wie jeder weiß, ist Kreis der Inbegriff von Sportlichkeit, Graziosität, Grazilität, Grazile, von grazilen Bewegungen. Keine Ahnung, Leute. Wie gesagt, ich bin kein Gymnast, ne? Ich kann nur gut turnen. So, erstelle ein Spielerprofil. Muster. Was ist Muster? Ist das mein Name oder was? Soll ich hier meinen Namen eingeben? So, Kreis. Avatar-Voreinstellung. Körperparameter im Detail. Oh, dicke Arme oder was? Ne, hier so. Machen wir mal so ein bisschen. Bauch, Brustweite, Brustumfang. Alter, was ist das für ein Spiel, Leute? Oh Mann, Fußgröße, Unterarmbreite, Gesäßumfang, Gesäßbreite, Handgröße, was ist das? Kopf und Haare, Kleidung, Ausrüstung, Baseballhemd, allgemeine Körperparameter. Kann ich das später noch verstellen oder bleibt das für immer so? Turnschuhe, das sind doch keine Turnschuhe, damit kannst du doch nicht turnen. Oh Mann, okay, abbrechen. Was? Nein. Neues Profil. Och! Kacke! Ach, Mann, ey. So, Kreis. Avatar, Voreinstellung. Voreinstellung 3. Hier, das ist doch super. Das ist doch super. Da brauche ich jetzt gar nicht so viel Kleidung, Ausrüstung. Kleidung oben. Baseballhemd, T-Shirt. Ja, ich bin eher so der T-Shirt-Typ. Turnhose lang. Ja, ja. Nehmen wir eine lange und, ja, barfuß. Auf jeden Fall Handriemen. Ja doch, Handriemen sind gut, das sieht professioneller aus. So. Profil erstellen. Sehr schön. Hallo Kreis, ich gratuliere dir zur Aufnahme in die Welttournee von Pro Gymnast. Ich freue mich schon darauf zu sehen, wie viele Medaillen du holen wirst. Das werden einige sein. Und wie weit du kommst. Viele neue Herausforderungen und Orte erwarten dich. Mit freundlichen Grüßen, Valaba. Kein Mensch heißt Valaba, das ist doch völliger Quatsch. Meisterschaft Santa Monica können wir nicht. Trainingsgelände erstmal, ne? Oceanside. Zutritt umsonst für Kinder. Den ganzen Sommer über, Freunde. Das ist wie bei Kreis. Entwerfe deine eigenen Levels. Das geht auch. Ah, okay. Und die Übungshalle. Naja, wir gehen direkt aufs Trainingsgelände. Oceanside Training loslassen. First Drop. Mat Sleeding. Alter Schwede, okay. Leute, das ist nur das Training. Das ist nur das Training. Puh, okay. Alles klar. Drücke Space. Ich will nicht Space drücken. Ich will nicht Space drücken. Ich will das nicht mit Tastatur spielen. Ah, so. Oh, perfekt. Perfekter Stand. Sehr schön. Gib natürlich direkt mal Gold. Zeitlupen-Editor. Nächstes Level. Okay. Erreiche das letzte Objekt. Loslass es auf R. Ah, sehr gut. Da holen wir uns den Tofu. Jawoll! Also wenn das nicht mal schon super elegant ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber was hier nicht so elegant ist, ist, dass die Musik einfach wieder losballert, als würde dir der Hintern brennen. Was? Warum? Zwischendurch wird die Musik einfach lauter. Okay. Lande auf der Zielmatte. Das kriegen wir hin. Au! Ja, vielleicht doch nicht. Oh Gott, ich bin bewusstlos. War das die Zielmatte? Achtung, los. Und hepp. Nee, das war blöd.
Au! Oh! Au! Ah! Okay, das war auch nicht so schlau. Er ist schon wieder losgefahren hier. Das ist mit der Steuerung hier, das muss ich noch... Na komm. Ja, 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 das ist gut. Gut, das war schön. So, jetzt wie kann ich... Oh, hier kann ich Beine anziehen. Das ist aber in falsche Richtung. Hier kann ich die Arme ranziehen. Kann ich noch irgendwas anderes? Hier ist Zeitlupe. Ah! Okay, Beine anziehen hat dir nichts gebracht. Nee, warte. Oh Gott. Nein, lass los. Halt. Ja, sehr gut. Jetzt bitte rutschen. 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 Okay, das... Ja, so läuft's gut. Nein, halt dich doch da fest. Oh. Wie soll ich das denn? Okay, falsche Richtung. Ja, ja, ja. Okay, sehr gut. Da geht's ab. Du sag mal, muss ich auch drücken, um mich wieder festzuhalten? Oder festhalten ist automatisch, ne? Eigentlich ist festhalten automatisch. Okay, guck mal, jetzt machen wir hier die Welle. Die Welle habe ich schon gelernt jetzt. Ja! Sehr schön, sehr schön. Und Achtung. Ich will da oben den Tofu. Man muss mehr schwingen. So ein richtiger Gymnast halt, ne? Ah, guck mal. Ah, ja. Ja, ja, ich lerne das noch hier. Ah, das ist halt Training, ne? Und strecken. Oh. Nochmal. Und strecken. Na, dann streck dich halt nicht. Warum? Oh nein. Oh, guck mal. Schön. Oh, was? Eieiei, das war doch. Also wenn das nicht mal. Und hier jetzt. Perfekt. Ich finde Kreide. Achso, ich dachte, das wäre Tofu. Für mich wird es immer Tofu bleiben. Nächstes Level. Manchmal braucht man etwas mehr Nachdenkzeit. Okay, verstehe. Lass los, wenn du siehst, wie die Stange den Pfeil passiert. Benutze den Fokus für richtiges Timing, indem du L drückst. Hier kommt die Stange. Halte L, um dich zu fokussieren. Das hat jetzt nicht so geklappt. Ich brauche L nicht. Vielleicht doch. Na. Okay, Leute, die Stange. Es ist halt hier clumsy Physics und so, ne? Das ist schon Absicht, dass das so blöd ist. Und wir werden hier richtig aufs Maul fliegen. Das sage ich... Oh. Das sage ich euch jetzt schon. Ich brauche mich nicht fokussieren. Ich mache hier, zack. Wow! Was ein Move, Alter. Also, boah. Lande auf der Zielmatte. Wow. 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 Ja. Egal, das hat erst nach Erreichen der Mission wehgetan. In weniger als 3 Sekunden. Man braucht einen Haufen Medaillen, ne? Die werde ich irgendwann auch nochmal brauchen. Lande auf der Zielmatte und go. Ja. Guck dir das an. Perfekter Sprung. Also, das war Geschmeidigkeit pur. Nächstes Level. Naja. Ich habe irgendwie die coolen Punkte. Benutze L, um deine Schultern und deine Arme zu kontrollieren. Drücke L nach rechts, um die gleiche Pose wie unten einzunehmen. Ja, haben wir. Steuerung bezieht sich auf den Körper, nicht auf den Bildschirm. Ah, okay. Versuche jetzt mit L diese Pose einzunehmen. Halte sie noch ein bisschen länger. Ja, machen wir. Lass L los, um die übliche Hand nach oben Pose einzunehmen. Und jetzt die Stange greifen. Kriegen wir hin.
Oh, ich sehe schon einiges. Ich sehe schon einiges Dramatisches auf uns zukommen. Das ist nur das Training, ne? Warte, was soll ich machen? Halte R. Na, hier. Ne, Arme hoch. Ach, rechter Stick. Das sind die Beine. Ah! Okay. Jawoll! So mache ich morgens mein Yoga. Lasse die Beine oben. Ganz oben. Und schön loslassen. Ja, guck dir das an. Hervorragend. Und gelenkig. Wie Kreis persönlich. Das kann ja nur gut werden. Landen auf der Zielmatte. Kriegen wir hin. Achtung, hier schön die Beinchen hoch. Salto Mortale aufs Gesicht. Und ja! Wieso habe ich keinen Score bekommen? Ich würde das gerne nochmal probieren. Und warte mal. Jetzt schwingen wir nochmal zurück. Nee, da kriege ich nichts. Aua. Oh. Falscher Knopf. Ah, das ist der schöne Zeitlupenfokus. Okay, guck mal hier. Zack. Nach hinten. Und vorne. Oh, Vorwärtssalto umgekehrt gebückt. Au. Und hepp. Ja. Ja, ich habe irgendwie nur 2000 Punkte gemacht. Wie wollen die das hier? Vor mit den Füßen, jawohl, rückwärts. Oh, guck dir das an. Das war also Salto gebückt, rückwärts, das war ein Ding. Weniger als 80. Ich habe doch voll viele Punkte gemacht. Naja, lernen wir jetzt den einfachen Schwung. Es geht dabei ums Timing. Ja, das ist genau. Ah, okay. Das war früh. Ah, okay. Also wenn ich unten bin, dann muss ich halten. Ah, verstehe. Ah, verstehe. Großartig, weitermachen. Einmal noch. Jawohl. Okay, siehst du, das sind nämlich so Kleinigkeiten, die man einfach mal lernen muss, ne? Landen auf der Zielmatte. Pass auf, das kriegen wir jetzt hin. Oh, das war wesentlich zu früh. Muss hier, wenn man unten ist, muss man ein bisschen schwingen. Und nochmal ein bisschen schwingen. So, nächste kommt. Jawohl, einmal ran mit den Zehen. Und hepp. Schöner Sprung. Mit, naja, au. So, Achtung. Und zurück. Und schwingen. Und schwingen. Und schwingen. Ah ne, man muss ja... Oh, ich drücke die ganze Zeit auf den falschen Stick hier. Deswegen geht das auch nicht. Jawohl. Und Kombo macht zwei. Das hat nicht geklappt. Nochmal neu. So. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Komm schon. Ah. Okay, ich bin noch nicht so fit im Sportunterricht hier. Ja, wer turnt auch schon? Turnen. Das existiert gar nicht. Oh, oh. Streck. Streck dich doch. Oh, oh nein, nicht da. Oh, Mann. Ja. Oh. Zwar noch mit dem Steißbein aufgeklatscht, aber rein prinzipiell. Habe ich den Tofu gefunden. Erreiche das letzte Objekt. Okay, kein Problem. Einmal ein bisschen durchstrecken hier. So. Jawohl, falsche Richtung nur, aber ansonsten gut. Wir müssen im Schwerpunkt des Schwingens müssen wir... Ja, weiter. Ah, nee, noch nicht. Okay.
Jetzt, Achtung. Jetzt geben wir richtig Gas. Oh, Mist. Ich fange nochmal von vorne an. Okay, pass auf, jetzt geht das. Ja. Ja, falsche Richtung. Du schwingst in die falsche Richtung, junge Dame. Ja, nochmal so, genau. Und jetzt, Achtung, genau so läuft das. So läuft das, Leute. Jetzt schwingt er. Jetzt ist er im Race. Ja! Okay. Es ist gar nicht, ich dachte, das Replay ist mal geil, oder? Erreiche das letzte Objekt. Kein Problem. Zack, da schwingen wir. Hier ein bisschen, das war schlecht. Und, ah, Mist, okay. Hält die sich nicht an derselben Stange nochmal fest? Oder wie läuft das hier? Ja, jetzt schwinge ich nämlich einfach mal so rum. Okay, was? Oh Gott. Ja, komm. Schwingung. Wir brauchen mehr Schwingung hier im Gebälk. Und man muss gerade bleiben mit den Füßen. Jawohl. Ey! Weg, Matte. Die blöde Matte. Okay, ich hätte vielleicht ein bisschen weiter schwingen sollen. So. Ey, man muss echt darauf achten, dass man auch in beide Richtungen schwingt, quasi. Da siehst du, guck. Ja, es war kein Schwung. Das gebe ich zu. Ja, ja. Warum habe ich das gemacht? So, jetzt schwingen wir mal ordentlich durch hier. Ey, das hätte so gut für mich werden können, Leute. Das hätte so gut für mich werden können. Oh, was denn? Was denn los? Komm, ja. Ganz weit. Flugsalto umgekehrt. Okay, es funktioniert so irgendwie nicht. Oh yeah, der Wurm. Oh, ich steck da hinten irgendwie fest. Wie eine Taube im Park. Ah, Leute. Ich check das mit dem Schwingen nicht. Komm schon. Ja. Ich mach das auch so rum, kein Problem. Ich hätte das mit der Ragdoll hier noch vielleicht ein bisschen klamsiger eingestellt, Leute. So, wir wollen nach da schwingen. Jetzt, ja, guck mal. Jetzt haben wir Schwung wie ein echter Turner. Oh, nein. Ah. Hat er nur zu früh losgelassen, der Lümmel. Okay. Ihr seht schon, es werden Tage voller Freude und Spaß auf uns zukommen. So, und jetzt. Oh, ja. Komm, komm, komm. Und. Und. Wann lässt er los? Jetzt. Na, was ein eleganter Sprung. Wenn diese Kackmatte da nicht liegen würde. So, Moment. So. Oh, was ein schöner, eleganter Sprung. Was ein Ding, Leute. Na also, jetzt hat er es verstanden. Oh, Mist.
Also viel Gold habe ich nicht gesammelt. Du kannst so gut wie das Körperteil verwenden, um Schwung zu erzeugen. Schwinge dich ganz herum, halte dich fest und lass los, wenn du die Mitte passierst. Okay, Moment. Ja. Ach so, okay, verstehe. Ja, das war jetzt vielleicht spät. Aber das ist okay. So, erreiche das letzte Objekt. Na, das wollen wir doch mal hinkriegen jetzt hier, oder? Aber wenn du die Mitte passierst... Oh, Leute, das war's mit der Tourenkarriere. Das sag ich euch jetzt schon. Und... Wow! Wow! Das hat nicht geklappt. Das geht nicht, dann bleibt die irgendwie stiff hier, ne? Hui, in weniger als 15 Sekunden, das wird nichts. Aber wir haben den Tofu. Du kannst deine Beine in der Luft festhalten, um die schneller zu drehen. Probiere die gebückte Position aus. So, hocke LR, was, um die Knie zu beugen. Gestreckte Position. Lass R los und halte L nach unten. Halte die gebückte Position während der vollen Salto-Rotation. Moment, die gebückte Position war... Nee, das ist der fliegende Yogameister. Das ist die gebückte. Schöner Salto. Wunderbar. Jetzt gehockt. Wir landen auf der Landematte. Sehr schön. So werden wir nie landen. Das werdet ihr nie sehen. So, lande auf der Zielmatte. Ist doch kein Problem für einen alten Profi. Oh. Okay. Der Swing ist drin. Warte mal, das ist der Yoga. Was ist denn? Nee, L und R. Ah, unten und R ist bei... Ah, okay, das ist der Salto. Okay, versuchen wir es nochmal. Da hatte ich schon wieder eine schlechte Startvoraussetzung. Okay, jetzt sind wir im Swing. Jetzt war gut im Swing. Jetzt war gut im Swing. Oh. Ja, streck dich noch schnell. Mach den Delfin. Immer erst, wenn man die Mitte passiert hat, Leute. Immer erst dann kann man den Schwung richtig rannehmen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Immer Schwung. Immer Schwung. Immer Schwung. Immer Schwung und dann nach oben und super. Oh. Okay. Jetzt sind wir dran. Jetzt haben wir Schwung. Und Schwung. Und Schwung. Und Schwung. Und was haben wir jetzt? Schwung! Ja! Kann ich nicht nach vorne Saltos machen? Es ist. Also wer hier das Tutorial nicht macht, der hat absolut verloren, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Dann bist du durch.
Ja! Naja. Level abgeschlossen. Naja. Okay, Medaillen 24 von 48. Also das wird nicht die große Meisterschaft. Aber wer Lust hat, sich die Meisterschaft in Santa Monica anzugucken, Leute, der sollte auf jeden Fall in der nächsten Episode mit dabei sein. Denn es wird hart, es wird extrem. Und ich habe überhaupt keine Übung und Erfahrung. Egal, wir machen das schon. Irgendwie kommen wir da durch. Und ja, geiler Scheiß. Freunde, wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen und sportlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.